Bundeskanzler Scholz, ja? Der Mann, der sich von Biden vor allen Dingen dadurch unterscheidet, dass Biden sich tatsächlich nicht erinnern kann. Ja? Über das kognitive Kriegsführung oder so, ja? Dann die beiden Vizekanzler, ja? Also Herr Lindner, wie soll ich sagen, konkurriert bei der Stabilität des Rückgrates mit einer gepellten Weißwurst, ja? Und Herr Habeck, unser Umwelt- und Klimaminister, also wir haben ein Klimaministerium in Deutschland. Warum haben wir eigentlich keins für schwarze Löcher? Ja? Warum haben wir das nicht? Ja? Und Herr Habeck ist also ein besonders begabter Mensch. Er wehrt sich ja dagegen, als Kinderbuchautor bezeichnet zu werden. Da hat er recht, er war nämlich nur Kinderbuch-Co-Autor. Ja? Oder nehmen Sie zum Beispiel Frau Lang. Frau Lang hat sich jetzt rhetorische Anleihen bei Herrn Mielke genommen. Herr Mielke hat ja auf einer der letzten Volkskammersitzungen in der DDR gesagt, Herr Mielke, nur zur Erinnerung, das war der Chef der Stasi. Ich liebe doch alle Menschen, hat er gesagt. Ja, und Frau Lang hat uns gestern erklärt, vor laufender Kamera, dass die Politik der Grünen sich an der Liebe gegen die Menschen orientiere. Ja, also sie liebt uns auch alle. Aber wenn ich überhaupt nicht von Frau Lang geliebt werden will, meine Damen und Herren, ja, wenn ich noch nicht mal die Vorstellung mir antun möchte, ja, dann haben wir Frau Baerbock. Frau Baerbock, die, wenn ich morgens den Computer aufmache und auf die Mainstream-News gehe, dann bin ich schon froh, wenn sie keinem gerade den Krieg erklärt hat in den letzten 24 Stunden. Ja? Wenn sie niemanden zum Diktator ernannt und niemandem 200 Tonnen Kerosin auf den Kopf gepullert hat. Ja? Neulich unser Kanzler, also der sich von beiden so fundamental unterscheidet, der hat sich also neulich in Israel bei Luftalarm unter die Tragfläche seines vollgetankten Regierungsflugzeugs gelegt. Kann mir das mal einer erklären? Ja? Ich meine, das ist spektakulär. Das ist spektakulär. Das kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Die Satire dieser Leute, die übertrifft jeden Witz, den ich mir ausdenken könnte oder irgendjemand anderes. Ja?